Ja, der Milliardendeal ist geplatzt. Der umstrittene Investoreneinstieg bei der deutschen Fußballliga ist am massiven Widerstand aus den eigenen Reihen gescheitert. Bei der Versammlung der 36 Profivereine in Frankfurt am Main wurde die nötige Zweidrittelmehrheit für die Aufnahme von Verhandlungen mit potenziellen Geldgebern verfehlt. Wir werden diesen Prozess nur weiter fortführen, wenn wir dafür das Signal einer Zweidrittelmehrheit, und zwar nicht der abgegebenen Stimmen ohne Enthaltung, sondern inklusive Enthaltung. Das heißt, wir hätten also 24 Clubs haben wollen, die diese Phase 2 eingeleitet haben möchte. Das sind dann eben 4 zu wenig gewesen. Und von daher ist dann die Ableitung für uns in der Konsequenz, unabhängig davon, dass es eine klare Mehrheit war, wie ich schon gesagt habe, von 20 zu 11, ist für uns klar, dass der Prozess mit dem heutigen Tage dann zu Ende ist. Manchmal ist das Leben auch einfach. Das ist Demokratie. Wir haben die Hürde selbst gesetzt, weil wir hätten die ja in letzter Konsequenz in 3 Monaten auch haben müssen. Und insofern stellen wir fest, es gab eine klare Mehrheit, aber es gab nicht die Mehrheit, wie wir sie uns selbst vorgestellt haben. Und von daher ist dann ab heute das Thema beendet und alles andere werden wir jetzt demnächst in den Gremien dann mal beraten. Das war es von meiner Seite aus. Ja, und in Frankfurt am Main spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Heiko Neumann. Nun haben wir ja den Aufsichtsratsvorsitzenden der DFL, Hans-Joachim Watzke, gerade gehört. Er klingt ziemlich enttäuscht. Vielleicht können Sie uns das nochmal einordnen, wie die Entscheidung nun zu werten ist. Ja, man hat es deutlich gemerkt. Aki Watzke war schon schwer angenockt, aber aufgrund der letzten Wochen konnte man fast schon davon ausgehen, dass das heute ein ganz, ganz knappes Ding werden wird und dass es höchstwahrscheinlich auch nicht durchgewunken werden würde, diese Geschichte mit dem Investorendeal. Weil die Kritik gerade auf Seiten der Fanbasis in den letzten Wochen und Monaten doch sehr massiv war. Das hat man in den Fußballstadien an den Wochenenden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga deutlich gespürt, dass da eine Ablehnung besteht und auch die kleineren Clubs aus der ersten und zweiten Liga hatten doch deutliche und viele Fragen bezüglich dieses Deals, auch im Sinne der Verteilung der Gelder, die da reinkommen sollten. Denn es war die Rede von, dass ca. 300 Millionen Euro an die Clubs gehen zur freien Verfügung, also sprich, um neue Spieler theoretisch einkaufen zu können. Aber da gibt es ja diesen berühmten Verteilungsschlüssel im deutschen Fußball, der besagt, die Großen bekommen deutlich mehr, die Kleinen bekommen deutlich weniger. Deswegen waren die Vorbehalte gerade der kleinen Clubs aus der ersten und zweiten Liga deutlich gegen diesen Deal. Ja, viele kleine Vereine haben die Entscheidung nun negativ beschieden. Wie ist denn insgesamt das Ergebnis überhaupt ausgefallen? Ja, es gab 20 Stimmen pro dieses Investorendeals, 11 dagegen, 5 Enthaltungen. Also man hatte im Vorfeld auch schon zum Beispiel aus dem Kölner Lager vom 1. FC Köln starke Kritik wahrgenommen. Auch der 1. FC St. Pauli hat sich klar dagegen ausgesprochen und auch die Kollegen aus St. Pauli wollten heute eine Vertagung dieses ganzen Prozesses beantragen. Dieser Antrag wurde dann gleich zu Beginn der Verhandlungen zurückgezogen. Also es war klar, heute wird es eine Entscheidung geben und für DFL-Verhältnisse kam die sehr, sehr früh. Es waren noch nicht einmal 4 Stunden Verhandlungen vorüber, als die Teilnehmer sich dann wieder auf den Heimweg gemacht haben, eben mit diesem negativen Ergebnis, also sprich kein Investor. Und was waren die größten Befürchtungen der Vereine, die nun negativ gestimmt haben, aber auch der Fans? Ja, die Befürchtungen der Fans waren natürlich in erster Linie, dass ein Investor, wenn er über einen so langen Zeitraum, 20 Jahre reingeholt wird, wenn er 2 Millionen Euro an Geldern in den deutschen Fußball hineinfließen lässt, dass der natürlich auch mitreden will. Die DFL hat immer wieder klargemacht, nein, es wird diesem Investor kein Mitspracherecht eingeräumt, aber da haben gerade die kleineren Clubs und auch in erster Linie die Fußballfans überhaupt nicht dran geglaubt. Man hatte die große Befürchtung, dass es eine weitere Stückelung der Spieltage geben wird, also dass nie mehr zeitgleich gespielt wird und dass vielleicht auch Fußballspiele aus der ersten und zweiten Liga im Ausland stattfinden werden. Und das waren so die riesengroßen Befürchtungen und diese Ängste der Fans und der Clubs haben sich dann am Ende ja auch durchgesetzt. Das war ja aber nicht der erste Versuch, Investoren zuzulassen. War es das denn mit dem heutigen Ergebnis möglicherweise auch der letzte?
Ja, Hans-Joachim Watzke hat es ja gesagt, also dieser Prozess ist erstmal gestoppt, aber er ist eben auch nur gestoppt. Ganz vom Tisch ist er sicherlich noch nicht. Man wird da sicherlich nachbessern und auch gerade versuchen, die kleineren Vereine wieder mit ins Boot zu holen, dass man sagt, wir verändern diesen Verteilungsschlüssel ein wenig, dass auch die kleineren mehr profitieren von so einem großen Deal, dass dann wirklich alle was davon haben. Weil wenn man bedenkt, dass wenn nur Bayern München und Borussia Dortmund sich ganz, ganz tolle neue Spieler kaufen können, aber zum Beispiel der VfB Stuttgart oder Hertha BSC Berlin eben nicht, dann geht diese Schere noch weiter auseinander. Mhm. Und deswegen wird man da nachbessern. Also es wird in ein, zwei Jahren sicherlich noch einen Vorstoß geben. Also müssen sich die kleineren Vereine vielleicht schon bald keine Sorgen mehr machen, oder? Das ist durchaus zu erwarten, weil die DFL braucht durchaus Gelder, um mit den großen ausländischen Ligen mithalten zu können. Stillstand ist sicherlich ein Rückschritt in dieser modernen Fußballwelt. Von daher ausländische oder große Investoren wird man für nötig halten in der Zukunft auf Seiten der DFL. Und jetzt ist es natürlich dann die große Frage, wie kriegt man das Interesse dann auch von allen unter einen Hut? Und das wird die Aufgabe der DFL in den nächsten Jahren sein. Danke für diese Einordnung. Heiko Neumann nach Frankfurt.